Es gibt doch einmal diesen einen leichten und dann den einen schweren. Nein, nein, das ist nicht schwer. Wir haben, wir machen immer Platin. Hm. Hm? Das andere habe ich rausgeschnitten. Ah, nee, verdammt. So. Wobei, ich würde schon gerne mal wieder so einen richtig coolen, coolen PvP-Ort finden, wie das Dach letztens. Das war irgendwie schon besonders. Ich meine, das haben wir auch bei Dragon's Prophet versucht, aber dann ist es halt immer abgebrochen, ne? Ja, das war ein bisschen... Aber das Ding ist schon ein ganzes Stückchen länger, das Rennen. Ja. Hab Gold. Platin. An dieser Stelle endet dieses Let's Play. Schon wieder. Wobei, du kannst viel behaupten ohne Videobeweis. Oha. Oha. Ich kann dir einen Screenshot davon schicken. Ja, aber kannst du es den Leuten zeigen? Ich verlinke es dann unter dem Video. Wenn es ist Spamfilter. Oh, wow. Oh. Dann lege ich es auf Twitter als Beweis, da kannst du mich nicht löschen. Das ist richtig. Damn it. Okay, dann Booster Gold. Ach ja, warte, ich wähle kurz Booster Gold aus. Hey, is the Gewitter Grill, invite me to Guild. Bitte was? Okay, ich hab Booster Gold ausgewählt. Okay. Warte, ist der grüne Pfeil, ne? Was? Nee, welcher von den drei Pfeilen ist es? Alle. Ich hab... Alle drei gelbe. Oh, warte, da ist was vorne hier noch anzunehmen. Steckt ihn. Echt? Achso. Ja, keine Ahnung. Das war dieses PvP-Ding. Ja, keine Ahnung, ich hab's angenommen. Wenn wir es nicht machen, verbergen wir es einfach und sagen, die gab's nicht. Was gab es nicht? Genau. Wir sind humortechnisch hier ganz. Hier bin ich ja schon mal angefangen. Hier kenne ich das. Ja? Ach so, bei meinem ersten Versuch mit dem Charakter. So viele schöne Erinnerungen an diese Zeit. Hä? Okay. Wo ist denn das Ding? Ach. Oh, okay. Ah, okay. Gleichzeitig gefunden. Im Mark-Schleifer Studentenwohnheim schlafen die jungen Intellektuellen von morgen zwischen den Unterrichtsstunden. Hier scheitern sie auf ungeschickte Weise auch daran, Angehörige des anderen Geschlechts zu treffen. Hätten sie doch bloß das Charisma und das Selbstvertrauen meiner Wenigkeit. Booster Gold. Es beschreibt mein Leben. Ja, nur das zwischen den Unterrichtsstunden während, das ist, nimmt man nicht so genau. Oh, hier ist ein... Oh, wir können Studenten... Wir können Studenten erschießen. Wer wollte das denn nicht? Alles, was ich von meinem Leben wollte. Ich bin getroffen. Und ich habe einen Bagger kaputt geschrien. Das ist das zweite auf meiner Bucketlist gewesen. Peppers ins Tagebuch. Typ 3 Ultrakatabolismus. Potenzielle Anwendung zur Energiemanipulation. Ich glaube, du bist gerade zum anderen... gelben Ding gegangen, oder? Nee, ich hab noch ein Collectible eingesammelt. Ich bin immer noch am Anfang. Oh, ich bin aber da. Also, oh, shit! Nein, ich bin runtergeflogen. Aha. Nein! Wieso falle ich? Weil andersrum wäre die Gravitation komisch. Wow. Du allerbester. Es geht heute sehr... Ja. Sehr flach zu. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also für diesen Booster Gold musst du hoch hinaus. Hallo, ich war zu weit oben. Der Thaddeus W. Maxwell Glockenturm ist ein örtliches Du Überflieger. Seit die Universität 1958 gegründet wurde. So langsam tut's weh. Zukünftige Superschurken sind auf diesen Turm hinaufgeklettert, haben über die Stadt geblickt und gedacht, all das wird eines Tages mir gehören. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass Booster Gold da sein Schön, wie du runtergesprungen bist. Um die Lage zu klären. Achso, das siehst du ja. Theoretisch meine ich. Oh, komm. Oh, nein! Das sah sehr super hinaus. Das hat man auch gesehen. Nein! Oh. Ich falle immer noch. Ich bin oben an der Glocke. Hey, ich lecke die Glocke ab. Das wollte ich nicht wissen. Ich kann mich aus jedem Grund nicht an diesem Gebäude festhalten. Ich wollte die ganze Zeit das blaue Ausrufezeichen. Oh ja, da bin ich dran vorbei. Ich hab's zwar gesehen, aber ich dachte,
Ich weiß gar nicht mehr, was blau ist. Fall nur runter. Was ist das denn? Ja, ne? Jetzt. Das ist das Herz der Universität von Metropolis. Das ist das Herz der Universität. Einfach nicht an die Wand festhaken. Sie ist die ganze Zeit einfach nur runtergeglitscht. Der hätte Fliegen mal gewählt. Ich, Booster Gold, bin hier, um die Welt von gestern zu formen. Geschafft. Meine Vergangenheit zu schützen, um deine Zukunft zu sichern. So. Oh, das ist eine Rede von Superman. Was? Oh. Dann gehe ich da mal hin, während du noch Booster Gold machen musst. Gehst du jetzt echt zurück? Ja, ich habe ja Booster Gold und dann müssen wir sowieso schauen, wo wir hin müssen. Also. Achso, du hast schon den Booster Gold. Okay, ja, ja, natürlich. Ich bin ja ein Speedster. So, ich heb jetzt auch Booster Gold. Nein, nein. Schneller. Nein. Dann hast du den Text übersprungen. Oh, Entschuldigung, ich lasse den Text einmal durchlaufen. Du musst wissen, was es ist, um es zu leben. Wo ist das scheiß Teil? Nun ist der Text vorbei. Nein. Kann nicht sein. Okay, gut, gut. Welche machen wir jetzt? Ich hab die Rede von Superman. Okay. Jetzt. Einige von euch kennen mich vielleicht. Man nennt mich Superman. Hallo Superman. Bevor ich zum Wachturm zurückkehre. Hey, mehr ich jubel, dann wird es ruhiger. Aber man hört den Jubel ein nicht. Ein Mitglied der JSA, die ihr vielleicht ebenfalls kennt. Schön in meiner Nähe. Power Girl. Hä, was? Vielen Dank. Warte, was? Was? Power Girl ist die Cousine von Superman? Warte, was? Ja. Ich dachte, Supergirl wäre die Cousine von. Hä? Warte, nee. Power Girl. Hä? Ich weiß nur die Verbindung mit New 52, aber. War sie nicht auch noch eine weitere Cousine gewesen? Ist Power Girl eine Kryptonierin? Zwei Veranlagung zur ich meine ja. Also, die hat. Das ist. Die hat eigentlich. Also, im New 52 gab es die halt. Also, wenn ich jetzt die Geschichte richtig zusammenkriege, nicht richtig. Die kam halt aus einer anderen Erde, Erde 2. Okay, das und kann sein. Dort war sie halt auch verwandt mit Superman. Und als sie später dann irgendwann dann zurückging, durfte sie in ihrem tollen Brustausschnitt dann das Superman-Logo dann drauf bekommen, sodass sie nicht mehr diesen Ausschnitt hatte. Hat sie dann dort der Superman-Frau der Erde 2 wurde. Neben dem schwarzen Superman. Doch. Innerhalb des von DC Comics entwickelten Konzeptes des sogenannten Multiversums waren ihre Abenteuer zunächst auf der Erde 2 angesiedelt. Gegenstück zu Erde 1, auf der die Abenteuer der meisten bekannten DC-Helden wie Superman und Batman in ihren Standardversionen spielen. Während Superman auf Erde 1 in den Comics, der gelegentlich von seiner jugendlichen Cousine, nicht Supergirl unterstützt wurde, war der Superman auf Erde 2 ein alter Mann in seinen 60ern. Die erste 2 Pandora zu Supergirl Power Girl, okay. Was machst du? Was hat der hat dich diese Erklärung so geschockt? Dass du alles zerstört. Ich dachte, damn. Power Girl ist Cousine von Superman. Richtigen damn. Weil die ganze Welt wurde aus den Fugen gerissen. Alter, was hast du kaputt gemacht? Mein Handy ist runtergefallen. Das klang deutlich schlimmer als ein Handy. Ja, mein Controller ist danach auch runtergefallen. Wow, auf der Aufnahme muss es wahrscheinlich nochmal richtig schlimm klingen. Nein. Das klang doch schon hier richtig laut. Dann machen wir jetzt die Schädlingsbekämpfung. Denke ich, dass du in der Lage bist, diese Neuentwicklung Hand zu haben. Ja, die Schädlingsbekämpfung ist Level 9. Drohnen greifen meine Exobyte-Transporter in der aber die führt halt zur Base und gehe ich gleich erstmal zu unserer alten Base, oder? Abgeben. Oh, ja, stimmt. Genau, sich in die Richtung. Ja. Hirnloses Ungeziefer nicht alles ruinieren lassen. Und dann kriegen wir nochmal Booster Gold, sicher? Aber hey. Das klang gerade, als würde irgendwie so ein großes Metallstativ oder so umfallen. Bist du immer noch bei dem Thema? Also du willst es gerade einfach verdrängen. Fühlst du dich jetzt schlauer? Das schneide ich raus, bestimmt. So wie alles andere. Wie viele Leute mir sagen, dass sie sich durch mich viel intelligenter fühlen. Hi, ich bin Booster Gold und willkommen bei den Erkundungsabenteuern mit Booster Gold.
Dieses Abenteuer führt dich zur Queensland-Promenade. Ja, ja, die Queensland-Promenade. Die Promenade war einst ein florierender Vergnügungspark und Strand. Ist gut, diese Universitätsecke wäre sonst da der erste Teil gewesen bei... an die turbulenten Zeiten, die hinter uns liegen. Lexi, boy. Genau. Genau, genau. Da sehen wir Harley Quinn und Poison Ivy. Wie sie sich nicht anschauen, ob es eigentlich sollten. Was ist da los? Ich frage mich, wollen wir immer noch Level 9er Quest jetzt machen? Wir sind 17. Ja, weil wir jetzt bei Lex sind und nicht mehr bei Circe, so läuft es. Ja, aber wir fangen halt nicht mit Level 2 an. Nur die Harten also, kommen in den Garten, wir müssen uns beweisen. Das sind jetzt extra einfache Aufgaben. Okay, ich spüre gerade Internetprobleme. Oh shit. Massive Internetprobleme? Nö, es war nur beep, boop, beep, Roboter. Mäßig. Achso. Auch da ein Roboter. Das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal hier. Das haben wir jede Aufnahme sehr schön. Beschwert euch nicht! Das ist halt so! Das liegt am Spiel! Bist du schon am Zielpunkt? Ja. Es gibt hier eine Extra Quest. Bei mir. Das ist schön, ich komme mal. Ich meine so. Ja. Kann man mitnehmen. Dafür gibt's die Soda-Cola. Ja. Was soll ich noch? Warum hockt ihr in den Büschen? Ja, dann sieht ihn keiner. Versuch, ob du einige der Hive-Sprengzepter in die Hände bekommen kannst, die Stachler ja bei sich haben. Sie sind mit Nervengift geladen. Deswegen sind wir super Detektive. Schurken? Detektive. Also zerquetschen wir mal etwas. Sind wir denn jetzt Detektive? Detektive können auch böse sein. Welcher Detektiv ist denn böse? Ein korrupter Detektiv, aber ich glaube, die sehen jetzt nicht so aus, als würden Sherlock Holmes auf Erde 2. So. Ernsthaft? Ich hab keine Ahnung. Alter! Sagen wir auf Erde H. Warte, Erde 3 war doch die mit dem bösen Justice League, oder? Es gab doch die invertierte Justice League. Es gibt so viele Erden. Nee, DC ist es eigentlich sehr, sehr hochgezählt. Ja, diese resetten ja immer alle mit ihren neuen Reboot-Sachen. Vor allem kommen manchmal auch Charaktere. New 52, ich glaube, das war Erde 3, da ist es dann das Gegenteilige. Aber wir haben jetzt Rebirth. Ja, aber Rebirth ist halt kein Reboot. Da ist immer noch alles New 52. Ja, ja, schön. Ganz toll. Ja. Freut mich. Ja. Was sind diese Zepter? Wo sind diese Kräfte, die man beschützen muss? Ich suche sie auch gerade. Oh, Glut. Ui, Handschuh. Oh, der ist ja ganz schön schwach. Oh, hoffentlich. Könnte sein, dass sie so ein niedriges Level haben. Rum. Ah, da ist ein Saboteur, den ja, wir beschützen. Ja, ich sehe sie hier auch. So. Erstmal auf alle schießen, was sich bewegt, damit auch jeder stirbt. Ach, du beschützt sogar die anderen. Das trifft sich ganz gut. Ja, die sind schon fast tot, aber... Ich schütze es. Meine sind noch ganz, ganz stabil. Ja, ich kam dahin, wo sie schon fast tot waren. Der eine heilt sich jetzt. Und dadurch, dass man halt jetzt so overpowered ist. So. Oh, perfekt. Lol. Ja, du hast zwei. Ach, die zählen das zwei, ja. Gott sei Dank. Queen Bee benutzt Hypnopollen, um sie alle direkt mit ihren... Queen Bee, okay, alles klar. Also. Wie ich immer zu sagen pflege, nicht einatmen. Nicht einatmen. Wie hieß sie? Queen Bee. Der Hive lagert meine Exobeizen. Also ist sie nicht hetero oder pan? Falls dieser aufgeblasene Insektenschnäpfe Queen Bee denkt, dass sie Lex Luthor beklauen kann. Oh! Hypnopollenverteiler aus. Nicht dieses Level. Navigationsmaß. Oh, hier ist ein Quest. Du bist wieder ein Quest vorbeigegangen. Ja, ich war gerade so im Rausch. Ach, das waren die ich vorher gemeint habe. Hätte ich sie vorher angenommen. Oh, wow.
Siehst du diese königlichen Drohnen? Sie übermitteln die Befehle der Königin an die anderen Arbeiter. Im Bienenrausch. Wir haben alle sie aus und zerstören ihre Vorräte. Oh, jetzt reden alle. Luther hat uns seinen Überschreiben. Das war nicht klug. Einfach weg hier. Hui, ein Spaceship. Was Sammelbares. Hab ich schon. Alter. Ey, ganz ehrlich, die wirken, sehen fast aus wie AIM bei Marvel. Wer? Wie AIM. Die... Warte, wer? Typen. Warte, die gelben Typen. Ja. Weil, die haben... AIM hat auch eine Bienenthematik. Hive hat eine Bienenthematik, ist auch gelb. Hat bloß andere Helme. Ansonsten. Ne? 1 zu 1. So. Ja, wir. Das alles hier riecht nach sehr vielen Bienenwortspielen. Aber wir wollen uns jetzt mal nicht so. Na ja. Ne, weil. Das macht man nicht. Du willst den Willi nicht machen. Naja. Oh, Level 18. Nein, nein. Bin ich noch nicht. Wo müssen wir die Dinger denn hinbringen? Kisten. Du musst die... Achso, die Kisten. Ich hab die jetzt mal kaputt gemacht. Das könnte auch sein. Einfach im Zweifelfall erstmal draufhauen. Erstmal zerstören, danach gucken, ob es dann doch relevant war. Oh, okay, gut. Eine neue Stanz ist verfügbar. Ja, das ist schön. Das habe ich auch gerade gedacht. Oolong. Die Wissenschaft auf Oolong Island ist verrückt geworden. Ja, das ist deren Problem. Das ist eine schöne Antwort. Hä? Aber was haben wir jetzt beendet? Eine von diesen drei Quests? Okay, die also sind schon abgegeben. Das kommt wahrscheinlich mit der Instanz, weil wir ein Level abgekriegt haben. Stimmt, jetzt habe ich auch das Level ab. Achso, du hast noch gar nicht das Level ab gehabt, oder was? Ja, ein bisschen später. Dann hat sie sich aber geschnitten. Schalte die Hypnopollenverteiler aus und markiere meine Exobyte-Kanister zur Bergung. Oh, will ich nochmal Ikonenkräfte? Hab ja noch so wenige. Oh, Pheromonschub würde ja eigentlich passen zu Kokett. Ah, nee, es sind Pflanzen. Ach, nee. Pfui. Wir haben die Exobytes. So, jetzt muss ich noch kurz das ausrüsten. La 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 la. Das habe ich gar nicht mehr ausgerüstet. In der Zeit weiter. Ja, hey. Hey, die ist schon abgegeben. Hä? Wir haben noch mehr Quests. Der Unruhe in der Hive jetzt. Ja, wir müssen noch Vorräte des Hives zerstören. Ja, ich komme jetzt. Ich bin nämlich noch gar nicht da. Oha. Der Hive ist nicht nur hinter den Exobytes her. Sammelt sich ja wieder irgendein Kram ein. Nein, ich bin. Nein. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Ach ja, geskillt. Ach ja, was hab ich eigentlich gerade gemacht? Stößt, brauchst du nichts weiter zu retten als die Informationen, die sie haben. Ja? Gibst du diese Frage? Stellst du dir hier auch manchmal? Ach, wir müssen innerhalb rein. Diesen ganzen Let's Play.